Liebe Leute, es ist August und was heißt das? Richtig, es ist mal wieder Zeit, die Fahrpreise zu erhöhen. Und aus diesem Grund bin ich gleich verabredet mit der LVB, mit dem MDV und vor allem auch mit dem Ökolöwen. Und was der hier für mögliche Lösungsansätze hat, um künftig einer Preiserhöhung aus dem Weg zu gehen, das erfahren wir jetzt gleich. So, und zum Thema Fahrpreiserhöhung stehen wir jetzt hier zusammen mit dem Herrn Neumann vom MDV, mit dem Herrn Tippach von der LVB und mit dem Herrn Ulig vom Ökolöwen. Ja, man kann ja schon fast sagen, täglich grüßt das Murmeltier oder zumindest jährlich, was jetzt die Preiserhöhung betrifft. Das war jetzt unausweichlich? Ja, es ist unausweichlich. Die Kosten, die die LVB auch nachhaltig weiter haben, steigen. Die Verkehrspreisindexkosten steigen auch überproportional zu den Allgemeinkosten, insbesondere im Personal- und Energiebereich. Wir tun das nicht gern. Wir tun das nur, weil wir es auch müssen, weil wir als wirtschaftlich handelndes Unternehmen letztendlich darauf angewiesen sind, bei rückläufigen Ausgleichszahlungen, die von öffentlicher Seite kommen, letztendlich zumindest eine schwarze Null so weit zu erzielen, dass das Unternehmen weiter lebensfähig bleibt. Wir haben einen Investitionsstau, das ist bekannt. Wir versuchen, den Investitionsstau nicht größer werden zu lassen und auch neu zu investieren. Stichwort technisches Zentrum, Stichwort neue Straßenbahnen. Das ist aber nicht für null Geld zu haben, sondern das kostet ebenfalls. So, und dann setzen Sie sich quasi zusammen mit dem MDV, der der Verbund ist, und sozusagen dann die Preisanpassung durchdiskutiert. Kann man das so sagen? Genau so ist das richtig. Im MDV fahren 26 Verkehrsunternehmen und hier erfolgen jährlich im Herbst die Abstimmungen, wie die wirtschaftliche Situation in den einzelnen Verkehrsunternehmen ist und die Abstimmung, ob eine Tarifanpassung zum nächsten August notwendig ist und wenn ja, in welcher Höhe. Hier haben wir aber durchaus den Spielraum, das differenziert zu gestalten. Also hier werden ganz klar auch die Wünsche und Intentionen sowohl von den Leipziger Verkehrsbetrieben als auch von der Halleschen Verkehrs AG, von den regionalen Busunternehmen berücksichtigt, sodass es hier durchaus auch zu unterschiedlichen Ausgestaltungen kommen kann. Die Frage, die sich mir auch so ein Stück weit stellt, ist, ist nicht irgendwann das Ende erreicht, dass man sagt, man kann jetzt nicht erneut die Preise anheben, weil die Kaufkraft einfach nicht vorhanden ist in der Stadt? Wie ist das? Letztendlich ist es immer eine Kalkulation dessen, was wir verkraften können und was natürlich auch die Kunden verkraften. Momentan haben wir die Situation unverändert seit Jahren, dass die Nachfrage deutlich überproportional wächst. Das heißt, unsere Fahrgastzahlen wachsen deutlich über der demografischen Entwicklung. Das hat was mit verändertem Mobilitätsverhalten zu tun. Wir unterstützen das natürlich durch die Art und Weise, wie wir ÖPNV erbringen, dass wir daran arbeiten, auch die Qualität weiter zu steigern, mit Partnern zusammenzuarbeiten, das Auto auch immer weiter verzichtbar zu machen. Einerseits, also die Nachfrage ist da, das Angebot wird durchaus auch angenommen, aber ja, Mobilität muss bezahlbar bleiben, das ist auch unser Ziel und das versuchen wir, wie gesagt, im Rahmen dessen, was wir wirtschaftlich tun können als LVB, auch zu machen. Wir haben bei weitem nicht die höchsten Preise, wie das manchmal kalkuliert wird. Wir sind von den 20 größten Städten in Deutschland auf Platz 19, zum Beispiel was die Einzelfahrscheine angeht. Das heißt, ja, Nahverkehr kostet Geld. Wir würden uns auch wünschen, dass wir mehr Geld haben. Wir müssen letztendlich sehen, dass wir wirtschaftlich so dastehen, dass wir den Nahverkehr weiter betreiben können, in der Qualität, wie die Kunden ihn erwarten. Und da haben wir schon genug zu tun. Jetzt kann es ja auch sein, dass der Leipziger eigentlich sogar noch Glück hat mit der Preisanpassung. Ich formuliere es mal so ein bisschen positiv. Wie sieht das in anderen Regionen aus, für die der MDV zuständig ist? Der Leipziger kann sich insofern glücklich schätzen, als dass er für den Preis, den er für sein Ticket bezahlen muss, ein super Verkehrsangebot in der Stadt hat. Das Straßenbahnnetz, das Busnetz, was es in der Stadt gibt, das sucht im Verbundraum seinesgleichen. In der Region habe ich im regionalen Busverkehr ein deutlich dünneres Angebot. Was aber ganz wichtig ist, und hier profitiert die Region genauso wie die Stadt Leipzig oder wie die Stadt Halle, es ist ja in den letzten Monaten im Nahverkehrssystem viel, viel geschaffen worden. Wir haben seit Dezember das mitteldeutsche S-Bahnnetz mit insgesamt 6 Linien, die die Region mit der Stadt Leipzig, aber auch die Region untereinander verbinden. Wir haben ergänzend zum S-Bahn-Netz ein neues Plus-Bus-Netz, das die Vorteile der S-Bahn weiter in die Fläche trägt mit Taktverkehr. All das spielt natürlich den Kunden in der Region, sage ich mal, in die Hände, zu den Preisen, die wir jetzt anpassen müssen, natürlich auch ein sehr gutes Angebot zu haben. Und parallel dazu setzen wir in der Region, aber auch in der Stadt Leipzig und auch in der Stadt Halle unsere Philosophie fort, auch über
neue Ticketangebote natürlich mehr Kunden für öffentliche Verkehrsmittel zu gewinnen. Wir hatten vor einigen Jahren ein völlig neues Tarifsystem aufgesetzt mit vielen neuen differenzierten Abo-Angeboten, dass jeder sich sein passendes Angebot quasi raussuchen kann. Auch viel, viel neue Angebote für Gelegenheitsnutzer, die flexiblen Tageskarten, die flexiblen Wochenkarten. Und in diesem Jahr gibt es ein neues Schülerangebot und ein neues Azubi-Angebot. Ja, klingt ja soweit erstmal nicht unattraktiv. Dann erübrigt sich ja letztendlich vielleicht sogar die Arbeit des Ökolöwen, denn ihr schaut ja nach Alternativen, richtig? Richtig. Ne? Wir sehen natürlich auch die Situation mit Sorge, dass wir Jahr für Jahr turnusgemäß die Ticketpreise steigen und sich die größeren Akteure, also Bund, Länder und auch die Kommunen eigentlich sukzessive aus der ÖPNV-Finanzierung zurückziehen und das kann natürlich nicht sein. Also der ÖPNV, da ist Ö der Buchstabe, der entscheidende, also öffentlich, ja, also er wird irgendwie, es soll irgendwie allen zugänglich sein und deswegen muss er auch von der gesamten Öffentlichkeit, also aus Steuermitteln finanziert werden. Natürlich kann das nicht zu 100% der Fall sein, aber die Tendenz, die wir hier sehen, ist auf jeden Fall nicht die richtige. Gibt es ein konkretes Modell, wo Sie sagen, das könnte funktionieren für Leipzig? Ein Modell, was wir uns da jetzt überlegt haben, ist das Wiener Modell. Das Wiener Modell kommt aus Wien, logischerweise, das sagt der Name schon. Wer hätte es gedacht? Ja, genau. Dort eingeführt worden vor knapp 2 Jahren. Und das sieht im Prinzip vor, dass man mit für 1 Euro am Tag durch das komplette jetzt durch komplett Wien fahren kann, das komplette Nahverkehrsangebot der Stadt Wien nutzen kann, also für eine Jahreskarte 365 Euro zahlt und das erhöht natürlich enorm die Planbarkeit, wenn wir mehrere, wenn die Leute einfach sich ein Jahresticket kaufen und hat auch in Wien einschlagenden Erfolg. Also die Jahrestickets sind 50-60%, der Absatz ist gestiegen und das ist natürlich eine interessante Idee für Leipzig auch. Ja. Was ist mit Wenigfahrern oder mit Touristen? Ja, also die Kernnutzerschaft sind ja schon meistens Vielfahrer und die Touristen können dann natürlich sich normal ein Einzelticket kaufen oder eine Tageskarte. Diese Angebote gibt es natürlich noch, aber der Großkern sind natürlich schon Nutzer, die wir irgendwie längerfristig an den ÖPNV binden müssen. Wobei die übrigen Tarife ja dann in die Höhe gehen, um das Ganze zu refinanzieren, oder? Naja, man könnte es natürlich auch aus Mitteln mit Steuergeldern gegenfinanzieren oder beziehungsweise, dass einfach dass die Kommune oder Bund und Land dafür eben dieses Defizit eben ausgleicht. Herr Tippach, wie sinnvoll finden Sie denn persönlich das Wiener Modell für Leipzig? Würde das funktionieren? Das Problem des Wiener Modells ist, dass es in Wien gezeigt hat, dass die Kosten dafür sehr enorm sind, dass also ein erheblicher Anstieg der Ausgleichszahlungen durch die Stadt notwendig war. Ein Anstieg in den letzten 7 Jahren von 42%. Wir haben in Leipzig einen Rückgang um knapp 20% im selben Zeitraum gehabt. Das heißt, ein solches Modell kostet sehr viel Geld, ohne dass es zumindest in Wien deutlich mehr Kunden geschaffen hat. Das heißt, der Anstieg der Kundenzahl in Wien ist im Gleichklang mit der demografischen Entwicklung positiv dort verlaufen, in Leipzig oberhalb der demografischen Entwicklung. Natürlich ist Wien als Absprungort sehr viel stärker schon mit dem ÖPNV verbunden. Das heißt, die Nutzerzahlen sind oder waren auch schon vorher hoch. Insofern ist es nur bedingt vergleichbar. Aber es wäre ein Modell, was sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen müsste, um einen moderaten Kundenaufwuchs zu erzeugen. Gibt es noch eine andere Idee, wo Sie sagen, das könnte ich mir alternativ sehr gut vorstellen? Ja, also das Wiener Modell hat den Vorteil bei allen wirtschaftlichen Bedenken, die dann natürlich aus der Sicht eines Unternehmens kommen müssen, ist der Vorteil des Wiener Modells, dass wir morgen damit theoretisch anfangen könnten. Das hat andere Modelle gibt es, die vielleicht auch noch geeigneter werden oder noch wirtschaftlich interessanter werden, wofür man aber natürlich auf Bundes- und auf Landesebene Gesetze ändern müssten. Also warum steht es einer Kommune wie Leipzig nicht frei, eine Art Bürgerticket einzuführen? Also im Prinzip alle Bürgerinnen und Bürger von Leipzig an der Finanzierung des ÖPNV zu beteiligen. Man kann das vielleicht am ehesten vergleichen mit einem Semesterticket. Alle Studierenden zahlen einen bestimmten Preis und können dadurch immer und kostenlos fahren. Das hat in den 60er, 70er, 80er Jahren in den alten Bundesländern zu wirklich hohen Wachstumszahlen im ÖPNV-Bereich geführt. Wir haben jetzt aktuell das für Leipzig auch, dass jetzt ein Semesterticket für alle eingeführt wird. Und das ist ja denkbar für alle Bürgerinnen und Bürger von Leipzig. Und dann könnte man natürlich auch damit den ÖPNV finanzieren.
Also quasi über Solidaritätsprinzip? Naja, ist es in Solidaritätsprinzip, es ist im Prinzip eine Mobilitätsversicherung. Also ich mal so gesprochen, also wenn ich zahle eine Krankenversicherung als Beispiel, egal ob ich krank bin oder nicht, ich zahle in einen Pott ein und dann aus dem, wenn die es brauchen, können ihn nutzen. Und die Erfahrung zeigt natürlich auch, wenn ich kann, also wenn ich einfach in die Straßenbahn hier einsteigen kann, dann tue ich es auch öfter. Herr Tibach, gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, Kosten zu senken bei der LVB? Also wir sind permanent dabei, Kosten zu senken weiter. Wir haben einen Strategieprozess Focus 25 laufen seit 2 Jahren, wo wir Kosteneinsparungen in Millionenhöhe realisieren wollen und müssen. Das teilweise auch schon tun. Das geht von Einkauf über Personalkosten bis hin zu Energiekosten durch neue Projekte, Rückeinspeisung, sorgsameres Fahren und auch durch andere Antriebsarten, die wir testen, dort die Energiekosten weiter zu senken. Das ist ein großes Feld, hier sparen. Wir müssen auch weiter sparen, aber man muss dazu sagen, dass an bestimmten Stellen auch die Grenzen der Belastbarkeit durchaus erreicht sind. Das betrifft zum Beispiel auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber selbstverständlich ist es keine Einbahnstraße, dass wir Preise auch erhöhen müssen. Ist so, dass wir sie nicht so erhöht haben, wie wir es hätten müssen, wenn wir nicht selbst gespart hätten. Das ist aber auch Realität. Herr Neumann, wir hatten es ja vorhin schon, irgendwann muss ja auch mal Schluss sein mit der Preiserhöhung. Gibt es denn Strategiepläne seitens des MDV? Unser Ziel ist es, in der 2. Jahreshälfte ab dem Herbst auch die politischen Vertreter mit einzubeziehen, weil diese sind an vielen, vielen Stellen besonders gefragt, weil es bedarf an vielen Stellen dem politischen Willen. Es braucht die Finanzierbarkeit aus der Politik. All das müssen wir diskutieren und das ist noch ein sehr, sehr weitreichender Prozess, wo es bestimmt erste greifbare Ergebnisse frühestens Mitte nächsten Jahres geben wird. Das heißt, wenn alles richtig gut läuft, könnte man sogar sagen, es gibt keine Preiserhöhung 2015. Ob uns das gelingt, das mag ich jetzt noch nicht wirklich zu sagen, weil alle Finanzierungsmodelle, die anders sind, stoßen irgendwo an pragmatische Grenzen, an Gesetzesgrenzen, an Finanzierungsgrenzen. Ob wir jemals wirklich komplett von Tariferhöhungen wegkommen, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir gucken aber auf alle Fälle, welche Möglichkeiten das gibt, das deutlich zu reduzieren. Tja, das ist natürlich nicht leicht, hier eine Lösung zu finden, mit der sowohl der Fahrgast als auch die LVB glücklich sein kann. Wer weiß, vielleicht bringt sogar was, wenn der MDV sich zusammensetzt mit Leuten aus der Politik. Bis es soweit ist, mache ich so wie viele andere Leipziger auch. Ich fahre Fahrrad.